auf der Lindenstraße. Oh, da steht was. Achtung. Da steht was. Ganz verdächtig. Jetzt gucken wir uns mal an, was da draußen steht. Tür geht auf. Oh. Da ist irgendwas vom Lastwagen gefallen. Das schauen wir uns mal an. Fangen wir mit der ersten Box an, aus dieser mysteriösen Kiste. Natürlich sind es die Weihnachtsboxen von Zack. Hier haben wir die Barschbox. Wir schauen mal rein. Zack. Zack. In dieser Box Barschköder der Firma Zack. Alles Eigenmarken. Ein bisschen Papier. So, gut gefüllt. Los geht's mit einem Chatterbait. Und zwar, hier haben wir den Chatterbait der Firma Zack, hauseigene Marke in der Farbe More Kiwi, 1,05 Gramm. Ja. Pack den mal aus. Chatterbaits fast im ganzen Jahr fängig. Könnt ihr so fischen oder mit einem Trailer. 5 Gramm auch für leichte Routen. Na, komm raus. Sehr schön. Eine meiner Lieblingsfarben, auch bei den Gummiködern und bei den Wobblern. Ja, hier sehen wir ein Stellscharf. Wunderbar. Dunkles Blatt. Gunsmoke oder wie man das nennt. Ne? Fransen. Kann man noch ein bisschen kürzen. Einhänger. Sehr schön. So, geht zum Packen. Greifen wir wieder rein. Dann der Hitch in der Farbe Grey Fire. Lauftiefe 0,5 bis 1 Meter, 4,5 Gramm wiegt er und UV-aktiv. Schöner kleiner Twitch-Bait. Läuft sehr gut, ist silent. Na, kommt raus. Er will nicht. Jetzt. Ja, ultrascharfe Haken. Ja. Schöne Farbe. Unten der Bauch. Der ist UV-aktiv. Vorne mit Splitring. Zwei Drilling. Aua. Ich habe immer so ein Glück. Sehr schönes Teil. Z-Logo im Auge. Auf diese Größe habe ich aber schon Hechte gefangen. Schöne Farbe, die habe ich auch noch nicht. So, dann weiter, wieder ein Chatterbait. Den packe ich diesmal nicht aus. Der ist in der gleichen, fast wie der erste, bloß in der Farbe Clear. Auch UV Non-Active, also nicht UV-aktiv. Ja. Gewicht wieder 5 Gramm, 1,0er Haken. Schönes Teil. Wichtig bei den Zack Chatterbaits. Schöne oder schöne daran. Unten steht das Gewicht drauf. Sieht man bei dem nicht ganz so gut. Und die Größe vom Haken. Sehr schön. Gucken wir, was geht weiter. Was geht ab? Ein Skirterjack. Größe 1,0. 7 Gramm in der Farbe Silber. Reiße ich mal auf. Wir haben einen Lurekeeper, unten einen kleinen Haken, einen kleinen Draht. Dann haben wir hier die Weedguards, ne, sind relativ weich. Dann einen dunklen Schuh, ne, da steht der Skirterjig unten drauf. Da kann man einen Krebs anbringen oder ein Wurmimitat. Sehr schön, steht wunderbar auf dem Boden. Sieht man auch gar nicht auf meinem Tisch. So, dann kommen wir zum Danny. In der Farbe Blue Eyes. Wunderschön, habe ich auch noch nicht. Mit dem Danny habe ich aber allerdings auch schon Barsche, Zander und Hechte gefangen. In der Größe 4,45, 4,5 cm. Mal sehen, ob wir ihn rauskriegen. Jawohl. Na.
kommt sowieso gleich in die Tacklebox. So, wunderbar. Der ist rau außen, wieder Z-Logo im Auge, wieder ein Sprengring, kleine Tauchschaufel, Lauftiefe 0,5 Meter, Floating. Farbe ist Blue Ice, jawohl, Blue Ice, Non-UV aktiv, 5,4 Gramm, wie alle Köder, Z-Logo im Auge, schönes Ding, zwei ultrascharfe Drillinge, schön, super. Farbe gefällt mir. Dann haben wir hier Jigköpfe. Größe 2, 3,5 Gramm, 4 Stück. Was diese Köpfe auszeichnet, der Draht vom Haken ist super fest. Ne, biegt nicht so schnell auf. Wunderschön, dann haben wir Lure Keeper. Sehr schön. Es geht weiter. Hier haben wir Jigköpfe in der Größe 1,0, 7 Gramm, 3 Stück. 7 Gramm ist auch so mein Lieblingsgewicht bei uns im Fluss. Noch ein Skirted Jig in der Farbe Braun, 5 Gramm, 1,0. Sehr schön, gutes Ding. Und zum anderen. Dann geht es weiter. Ein Skirted Jig in der Farbe Shutrace Party. Auch wieder 1,0, 5 Gramm. Dann haben wir noch einen, nochmal Chartreuse Party, 1,0, 7 Gramm. Und es geht weiter. Dann nochmal den Silver in 1,0 und 5 Gramm. So, dann kommen wir zu den ersten Gummis. Der Dude, Erfolgsköder der Firma Zeck. Weiches Material, super schön. Meine Lieblingsfarbe wieder More Kiwi. 10 Stück, 7,6 cm oder 3 Inch. Gesalzen mit der Aminomatrix, Knoblauchpuder und Shrimpöl. Mehr geht da, glaube ich, auch gar nicht rein. Und das Schöne ist auch phthalatfrei, ne, BPA phthalatfrei in der Farbe More Kiwi. Guter Köder, Lieblingsköder auch mit von den Gummis. Habe ich zwar eine Menge, aber das ist gut. Dann der Wilson. Ein Low-Action-Köder mit einem V-Tail in der Farbe Motoröl. 10 Stück sind drin, 76 mm, 7,6 cm oder wieder 3 Inch. Ähnlich oder genauso wie der Dude. Salz, Aminomatrix, Knoblauchpulver und Shrimpöl. Ich schieb das mal hoch. Das sind noch nicht alle, das ist noch nicht leer, die Packung. Dann geht's weiter mit dem Vito. In der Farbe Orange Black, UV-aktiv, ein Oberflächenköder und Floating. Das heißt, auftreibend, eine Oberflächenköder halt. Ein Popper in der Größe 6,0 cm, 9,1 Gramm schwer. Na, heute habe ich Probleme mit dem Auspacken. Zack. So. Hier. Wieder zwei Drillinge mit einer kleinen Feder hinten dran für Drapfen, Barsche und Döbel vielleicht noch. Ja. Wichtig, dunkler Untergrund, dunkler Bauch ist für die Fische, die gucken ja von unten nach oben, höchster Kontrast. Sollte man dem Himmel anpassen, ne, je heller der Himmel, vielleicht desto dunkler der Kontrast, sehen die Fische halt besser. So, weiter geht's. Ist noch was drinne, und zwar haben wir hier Dropshot-Bleie. 5 Stück, ihr seht nur 4, weil 1 habe ich schon gesehen. Schön, dass es draußen ist gleich, kann ich euch gleich zeigen. In der 5 Gramm, 5 Stück. Ne? Hier oben eine stabile Öse. Gucken, zack, eine stabile Öse. Hier wird die Schnur durchgefädelt, die Monofile und oben eingehakt. In schwarz, matt schwarz. Schön, 5 Gramm, gutes Gewicht, gerade bei uns für Sommer. Und auch im Herbst und Winter. So, nächste Party. Nächste Packung. Mixpackung Dude in 10,2 cm für etwas größere Barsche. Lieblingsfarben, fast alle dabei. Schwarz, auch schon gut gefangen. Haben ja so kleine Hechte hier hinten.
das Paddeltail abgebissen. More Kiwi. Dann das müsste, oh Gott, da müsste ich mal nachgucken. Und ein Pink. Sehr schön. Oben ist noch einer versteckt. Ja, das ist eine sehr natürliche Farbe. Weißfisch. Schön. So. Oh, ist immer noch nicht alle. Nochmal Jigköpfe. In 1,0, 5 Gramm, 3 Stück. Und nochmal Jigköpfe. 1,0, 5 Gramm, 3 Stück. So, weiter geht's. Dann Süßigkeiten. Freuen sich meine Kinder. Zwei Tütchen. Haribo macht nur, nicht nur Kinder froh, Angler ebenso. Dann eine Weihnachtskarte. Merry Christmas. Ja, schöne Motive, gerade der Barsch. Unterschrieben von Steffi, Michael, Carsten Zeck ist auch dabei. Der Uli, Martin Baltes und. Schön. Und was haben wir noch? Wie in fast allen Boxen ein Beipackzettel. Genau. Nochmal den Hitch. Den Hitch. Den Danny. Den Vito. Jigköpfe. Sehr schön. Viel drin. Sehr gut. Schreibt mir ruhig in die Kommentare, wie ihr die Box fandet. Lasst mir vielleicht noch ein Abo da oder ein Like. Das ist die erste Weihnachtsbox. Ich habe noch die Zander- und die Hechtbox. Kommen auch noch. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Schaut rein. Abonniert mich, wenn ihr auch die Kalender sehen wollt. Unter anderem den Zeck, den Hecht und Barsch und den von Raubfischfreund, Mikatech.